Heute zeige ich dir eine wirklich simple Sidechaining-Technik, mit der du deine Flächensounds innerhalb kürzester Zeit spannender bekommst und mit der du sogar aus einem einzelnen Ton einen spannenden Effekt bauen kannst. Viel Spaß! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Die Techniken, die ich dir gleich zeige, mache ich hier mit Logic-internen Plugins, du kannst sie aber ganz einfach in jeder anderen DAW nachbauen. Hören wir mal erst in dieses Beispiel hier rein. Klingt ganz nett, ist jetzt aber noch nicht so der Partykracher, würde ich sagen. Was ich jetzt mache, ist, ich versuche, dieses Pad hier rhythmisch zu machen und das probiere ich über ein Noise Gate. Ja, das ist ein Pad von Alchemy, das ist ein Logic interner Synthesizer und ich hole mir jetzt ein Noise Gate hier rein. Und dieses Noise Gate sieht so aus, du hast verschiedene Parameter und dieses Noise Gate werde ich jetzt sidechainen. Denn ich möchte, dass es nicht auf die Akkorde reagiert, die du hörst, sondern ich möchte, dass es auf diesen Beat hier reagiert. Und in Logic geht das jetzt relativ einfach. Und zwar habe ich hier Sidechain in jedem Plugin, auch in Plugins von Drittanbietern übrigens. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist mir einfach die Quelle rauszusuchen. Das ist in dem Fall jetzt der Beat hier. Und Noise Gate bedeutet nichts anderes. Gate bedeutet zu Deutsch einfach Tor. Das heißt, ich kann dieses Tor jetzt öffnen. Ich kann bestimmen, wie lange es offen ist, wie schnell es aufgeht und wie schnell es wieder zugeht. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, wie wenn ein Akkord oder ein Ton hinter einer Tür ist oder einem Tor. Und jetzt kannst du bestimmen, was passiert, wenn dieses Tor zu ist. Also höre ich den Akkord oder den Ton ganz leise, höre ich ihn gar nicht. Und wenn die Tür aufgeht, wie schnell geht sie auf, wie lang bleibt sie auf, wie schnell geht sie wieder zu, sodass du von dem Akkord nur noch wenig hörst oder gar nichts. Im Prinzip, wenn ich das jetzt hier einstelle, kann ich von links nach rechts vorgehen. Ich bestimme also als erstes die Threshold, den Schwellwert, ähnlich wie beim Kompressor. Also ab wie viel dB soll denn das Noise Gate überhaupt anfangen zu arbeiten? Das ist jetzt mal das Wichtigste. Und wie gesagt, dieses Noise Gate wird gesteuert über den Beat. Es reagiert also auf den Beat und nicht auf das Pad. Ich lasse jetzt einfach mal laufen. Okay, jetzt habe ich hier an dem Schwellwert rumgespielt und je weiter ich den Schwellwert runterziehe, desto mehr reagiert es auf den Beat, also auf Bassdrum, auf Hi-Hats, auf Snare-Drum von diesem Beat. Und über die Reduktion stelle ich jetzt fest, wie stark das Pad reduziert wird. Und dann fange ich noch hier ein bisschen, versuche ich hier Einstellungen zu finden, dass ich das Pad so zerhacken kann, dass es wirklich spannend klingt. Ja? Also probieren wir das mal. Ja, über die Reduktion oder Reduction kann ich festlegen, wie viel hört man denn oder wie stark wird denn reduziert. Wenn ich den ganz aufreiße, dann wird nicht besonders runtergezogen. Okay, so klingt das Ganze natürlich schon mal etwas spannender. Und um das noch ein bisschen zu verdichten, setze ich bei sowas gern noch ein Delay ein. Ja, da ist einfach so, dass der Sound jetzt so ein bisschen sehr abgehackt klingt und irgendwie, na, das war das Falsche, und irgendwie, ja, sehr trocken. Und deswegen versuche ich das jetzt noch ein bisschen zu verdichten, einfach mit Logic's Stereo Delay. Ich denke, dass hier so Achtel ganz gut kommen könnten auf beiden Seiten. Und beim Delay ist es auch immer ganz gut, wenn man hier noch ein bisschen hier reduziert. Vielleicht nicht ganz so viel auch hier beim Feedback. Gehen wir hier noch ein bisschen runter und schauen mal, was wir dann hier bekommen. Ich schalte es dann mal direkt zu. Ja, so kannst du mit diesem Delay diesen zerhackten Flächensound einfach noch ein bisschen andicken und ein bisschen mehr in die Tiefe bringen. Aber man kann noch viel mehr machen mit diesem Effekt und du siehst auch, es geht wirklich sehr, sehr schnell und sehr einfach. Was wir jetzt probieren ist, wir bearbeiten mal einen einzelnen Ton und versuchen daraus einen Effekt zu machen.
Okay, ich habe mir hier aus dem ES2 einfach so einen Basston rausgesucht, den ich relativ hoch gestimmt habe oder hoch gespielt habe. Auch nicht wirklich was Besonderes. Ich habe jetzt hier keinen Beat und ich möchte jetzt hier einen Ghost-Trigger anwenden. Das heißt einen Trigger, den man nicht hört, so wie den Beat jetzt im ersten Beispiel. Und ich verwende dafür ganz gerne den Klopfgeist. Das ist Logic's internes Metronom sozusagen, oder du kannst hier ein Metronom selber einstellen. Das ist hier direkt ein Instrument drin, das ist hier bei Utility. Du kannst aber auch einfach eine Bassdrum nehmen oder was auch immer. Hauptsache es hat, es ist transientenstark und es hat eine Attack-Zeit, damit das Gate das gut versteht bzw. gut erkennen kann, wann es greifen soll, auch wenn du den Schwellwert dann einstellst. Ich zeichne hier mir einfach eine MIDI-Region ein. Die kann ich hier erzeugen. Und zunächst mal gehen wir jetzt hier in den Piano Roll Editor. Und ich kann jetzt einfach MIDI-Noten einzeichnen. Und zwar in dem Rhythmus, in dem ich möchte, dass der Bass nachher gegatet wird. Das mache ich jetzt mal als erstes. Ich kann hier mal anfangen. Wir fangen einfach mal mit 16 an. Ich habe hier mir mein Stiftwerkzeug angelegt. Und jetzt fange ich hier mal an, 16 einzuzeichnen. Ich habe hier auch ein 16 Raster. Das heißt. Und du hörst, der ist nicht besonders spannend. Das heißt, er klingt relativ langweilig, aber das ist nicht so schlimm, weil er ja nachher dann nicht mehr gehört wird. Ja, ich habe jetzt hier 16 eingezeichnet und jetzt zeichne ich hier 32 ein. Ja, hier im zweiten und so soll es dann nachher gegatet werden. Ich mache das hier schon mal kürzer und ich achte darauf, dass hier der Velocity-Wert bei 127 ist, dass es schön laut ist, wie gesagt, dass das Noise Gate nachher greifen kann. Okay, was ich hier jetzt eingezeichnet habe, klingt nur mit diesem Klopfgeist-Instrument, mit diesem Metronom-Klick hier so. Und so weiter. Ich möchte also, dass der Basston, dieser einzelne Ton, dass der in dieser Rhythmik hier zerhackt wird. Ich möchte aber nicht, dass man den Klopfgeist hört. Und deswegen kann ich hier einfach den Ausgang auf ohne schalten. Das heißt, der Klopfgeist hat jetzt hier keinen Ausgang mehr. Das heißt, er spielt zwar, aber er kommt nicht über den Stereo out und wir hören nichts. Das ist zunächst mal wichtig und das nennt man auch Ghost Trigger. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe hier wieder in meine Bassspur rein. Wir nehmen uns wieder ein Noise Gate. Und das sidechaine ich jetzt mit diesem Klopfgeist. Der ist hier. Zack. Das heißt, mein Noise Gate reagiert jetzt auf den Klopfgeist und nicht auf den Basston. Jetzt muss ich wieder hier versuchen, so rumzuspielen und so einzustellen, dass dieser Basston optimal auf den Klopfgeist reagiert und dass ich ihn so zerhacken kann. Also ich probiere mal mein Glück und ich fange mit der Threshold hier ganz unten an und dann schauen wir mal, was passiert, wenn das Noise Gate anfängt zu greifen. Einzelner Ton. Also überholt kannst du hier sehr schön an dem Beispiel auch hören, bestimmst du tatsächlich, wie lang das Tor offen ist. Und wenn ich Hold ganz runterziehe, dann hast du ein sehr abgehacktes Ergebnis am Schluss. Hören wir uns das mal zusammen mit einem Beat an. Also hier kannst du auch mit dieser Sidechain-Technik sehr, sehr schnell spannende Effekte, spannende Rhythmiken erzeugen. Man könnte den Ton jetzt auch noch irgendwie mit Chorus versehen oder mit einem Flanger oder irgendwas Abgefahrenes und könnte das dann noch drunter mischen, sodass die ganze Sache noch abgedrehter wird insgesamt. Das ist jetzt natürlich tatsächlich ein Effekt, was aber wichtig ist, bevor du solche Effekte einsetzt, weil die sind bei einem Mix nur das Tüpfelchen auf sie, ist, dass dein Mix vorher sitzt. Und wenn du dich fürs Mixing interessierst, dann empfehle ich dir ja mein PDF, das ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt habe, die 12 wichtigsten Mixing-Tipps. Das sind meines Erachtens die wichtigsten Tipps, die du unbedingt bei jedem Mix beachten solltest. Also die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, kannst du dir runterladen. Jetzt interessiert mich natürlich noch, welche Sidechain-Techniken verwendest du denn am allerliebsten? Ist das meistens Bass und Bassdrum oder verwendest du Sidechaining auch
für irgendwelche bestimmten Effekte. Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten Tutorial. Bis dann!